Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal hatten wir eine Kochshow gegeben, haben Kekse und Torten gebacken. Das war sehr, sehr stressig, aber wir haben es gegen Ende noch irgendwie geschafft. Und das wirklich so auf die allerletzte Sekunde. Und wir haben eine ominöse Tür vor uns. Keine Ahnung, was uns dahinter erwartet. Eine Sequenz, wie es scheint. Dafür sammle ich die also. Nehmen Sie dir. Nur 10? Okay, ich würde sagen, das ist der erste richtige Bosskampf. Ah, ich verstehe. Okay, das ist lustig. Erstmal stecken lassen am besten. Autschen. Feuer frei. Aua. Aber offenbar auch nicht durchgehend dort lassen, damit die nicht zu diesen Vögeln werden. Okay. Einmal K.O. geschlagen. Das mochte sie wahrscheinlich nicht. Der Disco-Schnabel. Geht aber einer in die Vollen. Okay, damit kann ich sie nicht angreifen. Ich kann die zurückschleudern, während das Teil im Flug ist. Wahrscheinlich noch einmal, dann ist sie hinüber. Hilfe. Okay, jetzt dreht's wahrscheinlich wieder.
Honging. Los, komm doch. So, jetzt machst du wieder Boing. So, erstmal anleuchten. Feuer. Und besiegt. Ey, ich will ja nichts sagen, ne, aber die Ladebildschirme sehen echt so aus, als ob es richtig stark laggen würde. Gern geschehen. Oh, hier sind jetzt neue Leute zum Reden. Hm, wo finde ich nur? Hallo, ich bin der Fotograf des Vogeltheaters. Meine Spezialität sind Bühnenfotos. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Person, die meinen Fotos das gewisse Etwas verleiht. Kürzlich gelang mir eine vorzügliche Aufnahme einer atemberaubenden Vorstellung. Junge Dame, könnte es gar sein, dass es sich bei dir um eine Schauspielerin handelt? Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich Fotos deiner glanzvollen Auftritte anfertige. Und in einem Stück alle Funkelkristalle sammelst, verewige ich deine Vorstellung. Dank für die Zusammenarbeit erhältst du von mir ein Album mit den Fotos darin. Ich kann es kaum erwarten, eine Aufführung beizuwohnen. Habe ich jetzt direkt da Fotos drin? Müsste ich doch eigentlich, oder? Ja, die Fotos sind schön. Guck mal, das Album bestätigt, was ich so beim letzten Part gesagt habe. Ich glaube, das Spiel ist echt kurz dafür, dass es so schön gemacht ist. Also, wie es gemacht ist, gefällt mir auf jeden Fall bisher. Aber mir kommt es halt wirklich ein bisschen sehr kurz vor, das Spiel. Weil ich scheine offenbar jetzt ja schon ein Drittel zu haben. Kennst du schon das Herzamulett? Ist es sehr beliebt bei Neulingen. Trägst du eins, verleiht es dir 3 Bonusherzen. Weißt du, was meinst du? Möchtest du ein Herzamulett? Ja, bitte. Ich kann es auch wieder an mich nehmen, wenn du es nicht mehr brauchst. Ich habe jetzt standardmäßig 3 Herzen mehr. Sehe ich das richtig? Hier wird für das Feststück geprobt. Tut mir leid, dass du warten musstest. Besiege so viele Gegner, wie du kannst. Die Probe endet, wenn du Schaden nimmst. Ja, deine Sache. Gut, was? Bekommst du eine tolle Belohnung. Zeig uns, was du kannst. Oh, ich ging 140, dann kriege ich was. Na gut, warum nicht, ne? Ich hoffe, es gibt keine Keksprobe. Es endet erst, wenn ich Schaden nehme. Bei den dunklen Spießgesellen mache ich mir da eigentlich keine Sorgen. Die Ranken sind eher das Problem.
Oh, wahrscheinlich muss man es perfekt machen, um die Schleife zu kriegen. Okay, ich habe gerade verkackt. Ich mach nochmal. Okay, ich bin jetzt ungefähr da, wo ich gerade eben war. Ich glaube, diesmal habe ich mich ein bisschen besser angestellt als gerade eben. Okay, die 140 habe ich. 149. Es ist nicht schlimm, wenn man ein paar verfehlt. Nee, nee, brauche nicht nochmal versuchen. Hab 149 geschafft. Ich hoffe, es gibt nicht dieselbe Herausforderung nochmal mit der Patissiere. Und bei da würde ich echt wahnsinnig werden. Und ich habe hier jetzt schon im Gefühl, dass es zu jedem Kostüm eine Prüfung noch gibt. Hier will keiner mit mir reden. Das Herzamulett möchte ich nicht zurückgeben, weil das macht mir ja mein Leben eigentlich nur leichter. Nach oben gehe ich noch nicht. Ich guck mal, vielleicht kann ich ja was Neues kaufen. Tatsächlich, ein Disco-Kleid. Das sieht sehr, sehr stylisch aus. Ich gönne ihr aber jetzt erstmal die letzte Schleife. Habe ich ja was, worauf ich die Münzen spare. Nach oben gehen wir beim nächsten Mal. Ich will gucken, hat sich hier unten was geändert. Nee, hier unten hat sich nichts verändert. Vielleicht ist das ja Endgame. Na gut, Leute, wir haben jetzt eine Prüfung abgeschlossen und haben einen Boss fertig gemacht. Für die Prüfung haben wir jetzt dieses wunderschöne Kleid bekommen. Ja, ansonsten haben wir jetzt nichts Neues. Ja, beim nächsten Mal gehen wir dann in den oberen Bereich. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß mit der heutigen Show. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.